Hallo meine Lieben, mein Name ist Katrin und du bist hier auf meinem Kanal Chaos und Tour gelandet. Heute zu einem First Look. Was ist jetzt schon wieder ein First Look? First Look nennen die bei Diamond Art Club das, wenn eine Sneak rausgeschickt wurde, aber diese eben nicht rechtzeitig vor den neuen Releases bei Diamond Art Club bei uns Creatoren angekommen ist. Und hier ist ein Paket, was ich verirrt hat und dementsprechend jetzt erst bei mir angekommen ist. Und hier sind drei ehemalige Sneaks von vor Weihnachten drin. Aus dem Grund machen wir heute hier einen First Look von diesen drei Bildern. Das heißt, wir schauen uns alle drei in diesem Video mal zusammen an. Das heißt, nimm dir einen Keks, nimm dir einen Kaffee, mach's dir bequem und wir gucken, welche schönen Diamond Paintings Diamond Art Club uns hier zur Verfügung gestellt hat, damit wir sie uns anschauen können. Da sind sie. Alle drei rund, sehen wir an dem Bild hier oben und dass es pink hier gestaltet ist und dass es hier rund ist, das Logo, und nicht eckig. Und wir fangen einfach mal mit dem kleinsten Kit an, das ist das hier. Und zwar haben wir hier Artist Room von Mrs. Butter D. Das ist, wie gesagt, ein rundes Kit, 42,6 x 52,7 cm. Und die Box ist super, super tiny. Die ist voll klein. Die ist richtig süß. Ich glaube, davon habe ich nicht sehr viele. Ich freue mich sehr auf dieses Bild, weil es sehr Kawaii-mäßig ist. In diesem Lo-Fi-Girl-Stil. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Lo-Fi-Girl höre ich. Ja, mal gleich. So. Hier haben wir das Toolkit. Ich freue mich sehr auf dieses Bild, weil ich den Stil sehr gerne mag. Das ist so ein bisschen im Stil von Lo-Fi-Girl. Im Kit ist wie immer ein Toolkit drin. Da haben wir alles, was wir brauchen. Tütchen, Washi-Tape, ziemlich cooles Washi-Tape mit Rosen. Dann natürlich Containerchen mit zwei Stücken Wachs. Wir haben einen Stift, wie ich finde, sehr passend zum Kit, lila. Und dann haben wir zwei Aufsetzer, Mehrfachaufsetzer, 7er und 4er und 7er. Wir haben einen Coverminder, das ist eine süße Blume, ich finde, die passt auch ganz herrlich dazu. Also Coverminder, um eure Folie zur Seite zu halten, Folie zur Seite, Magnet unten drunter, Coverminder oben drauf und dann bleibt sie, wo es ist. Und es sieht auch noch süß aus und ich finde, es passt auch sehr gut zum Kit. Sehr, sehr süß. Und dann haben wir was Neues und zwar ein weißes Schiffchen. Ja, also Diamond Art Club hat jetzt beschlossen, weiße Schiffchen rauszubringen. Die sind ab jetzt eben in den neueren Kits drin, weil bei den durchsichtigen Schiffchen, das werdet ihr auch gemerkt haben, die waren hiervon nicht elastisch genug. Die sahen super aus, durchsichtig mit Sternchen drin, aber wenn ihr den Stöpsel hier eben reingemacht habt öfters, dann gab es hier so Risse. Genau, und das ist hierbei jetzt nicht mehr so, darum gibt es jetzt weiße Schiffchen. Mir persönlich ist es dann am Ende egal, wie die Schiffchen aussehen, Hauptsache sie funktionieren. Außerdem haben wir hier noch unsere Leinwand und unsere Steinchen und hier noch einen kleinen Aufkleber, den kann man draußen auf die Box drauf machen oder ins Journal. Da seht ihr auch die Artwork nochmal. Wir schauen jetzt mal hier rein, weil das ist das ja, was uns interessiert. Hui, ich freue mich echt sehr, dass es endlich bei mir angekommen ist, meine Güte. Das war echt eine Himmelfahrt diesmal. Also Artist Room von Mrs. Butter D. Und hier seht ihr nochmal die Artwork und es ist wirklich dieser Lo-Fi-Style. Ich weiß nicht, wie man den Style sonst nennt. Mich erinnert er einfach an diese an dieses Lo-Fi-Girl von YouTube. Oh, toll, ich finde es cool. Und es ist 42,6 x 52,7, also gar nicht so groß. Schon fast Snack-Size. Und hier haben wir unsere Legende. Das sind alles Aufkleber. Also das ist ein Sticker-Sheet und die sind für euch schon vorausgeschnitten hier auch. 1, 2, 3 ABs, also Aurora Borealis Steinchen, erkenne ich daran, alles unter 150 ist bei Diamond Art Club ein AB-Steinchen. Grün, ja, so ein Pastellrosa und Weiß haben wir.
Genau, und insgesamt 46 Farben und die Symbole sind wie immer auch nichts Schwieriges dabei, denke ich mal. Ich finde, damit ATLAB achtet mittlerweile darauf, dass nicht mehrere Pfeile oder nicht zu viele Pfeile da sind, wenn es nicht sein muss. Ihr seht, hier ist zum Beispiel nur einer von den Pfeilen da. Finde ich super. Also, hier haben wir die Steinchen. Noch mal der Name drauf. Boah, ist das klein und süß und leicht. Und hier seht ihr die Farben. Ich finde die Farbpalette hier wirklich schön. Wirklich, wirklich schön. Da, das geht. Wir gucken da noch mal genau rein gleich. Und jetzt schauen wir uns das Bild an. Wow, ich finde es cool. Und es ist so klein. Es ist so süß. Guck mal, so. So sieht das ganz. Also, wir haben die Leinwand von Diamond Art Club, super weich, ist die neuere Leinwand, die ein bisschen, finde ich, ja nochmal ganz anderes Dimension von weich hat. Ich streichle das so gerne. Es ist auf jeden Fall eine sehr stabile und sehr gute Leinwand, abgesteppte Ränder und Wellenränder. Es ist natürlich flüssiger Kleber. Da. Flüssiger Kleber, und die Symbole, wie ihr seht, sind auch kristallklar. Wir haben hier so ganz leichte Hilfsränder außenrum, aber ganz leicht, die sieht man nachher tatsächlich bei den Steinchen nicht mehr durch, aber sie helfen euch ein bisschen beim Platzieren der Steinchen. Und ihr seht auch, dass die Leinwand glitzert. Auch das Qualitätsmerkmal, eine der besten Leinwände, die ich kenne. Hier unten sehen wir nochmal das Bild, dann sehen wir die Größe auch nochmal und es ist lizenziert für Diamond Art Lab von Mrs. Butterdee. Das heißt, Diamond Art Lab bezahlt die Künstlerin hier dafür, dass sie ihre Artwork nutzen dürfen. Hier haben wir nochmal die Social Media Kanäle, da könnt ihr mal auch sehen, was neu rauskommt und eure lebenslange Garantie auf Leinwand und Steinchen. Links und rechts haben wir eine kleine Legende und ich muss sagen, dieses Bild ist echt Zucker. Und vor allen Dingen auch von der Größe, ne? Ihr seht, das ist wirklich nicht groß. Zwei, dreieinhalb Hände. Das ist wirklich ein schönes Bild und trotzdem kommen alle Details vom Bild, finde ich, ganz großartig raus. Das Bild ist auch so ein bisschen so strukturiert, ne? Hier mit den klaren Kanten zum Beispiel. Guck mal hier unten, Furby und eine Monstera. Also es ist so. Ja, ich mag diesen Stil sehr gerne und die Farbauswahl ist auch super. Wir haben natürlich viel Color Blocking. Was ist Color Blocking, wenn du viel von einer Farbe an einer Stelle hast, wie zum Beispiel jetzt hier oder hier, ne, und nicht so oft die Farbe wechseln musst? Das haben wir hier. Wir haben hier unsere Farbbereiche, auch hier, ne, ganz klar. Wir haben jetzt keine großen Bereiche mit viel Konfetti. Konfetti, sprich viele Farben in einem Bereich, wo man eben ständig die Farbe wechseln muss. Wirklich, wirklich schön. Sehr, sehr cool. Auch ein schönes Anfängerbild. Und ich denke, dass auch viele junge Mädels da echt drauf stehen werden. Ich find's geil und wir gucken uns jetzt hier mal die Farben an. Na, während ich die Farben hier raushole, könnt ihr noch mal übers Bild gehen. Cool, ne? Hier sind die Farben. Da gehen wir mal schnell zusammen durch und gucken uns auch die EBs an und welche EBs wir haben und danach gucken wir uns an, wo die auf dem Bild hinkommen. So, die 3857, 3823,
353. Das ist ein schönes Lachsfarben. Oh, cool. Und hier ist der erste AB, die 141. AB, wer das nicht weiß, Aurora Borealis Steinchen. Die haben eine ganz spezielle Beschichtung. Die irisieren so ein bisschen wie Nordlichter, wie Meerjungfrauenschuppen. Damit kann man super Akzente setzen. Und wir gucken uns gleich mal an, wo die so hinkommen. Dann haben wir hier so ein Hellblau. Auch sehr geil. Die Farben sind wirklich toll, ne? Dieses Pastellige. Sind übrigens alles sehr, sehr gute Harzsteinchen. Beste Qualität. Die werden auch immer besser bei Diamond Art Club. Ach, guck mal, da hat sich ein Lilaner reingemischt. Der kommt von hier. Ja, der möchte lieber gerne so ein Lachs, orangefarben sein. Ach, so viele Töne. Wie viele Töne von Orange, von Lila und Rosa man haben kann. Die Löcher hier sind übrigens, damit wir nicht so viel Statik haben. Und hier haben wir die 128, der nächste AB. Ein ganz blassrosaner Lachs. Na, Lachsfarben nicht, aber blassrosaner AB. Ja, mega cool. Dann die 912. Hier nochmal. Verschiedene Abstufungen der gleichen Farbe haben wir hier wirklich viel. Und hier ist unser dritter AB, die 122. Das ist ein grüner AB, der wird dann bestimmt in den Pflanzen sein. Auch da gucken wir gleich mal zusammen näher rein. Hell, Babyrosa und Babyblau. Guck mal, da hat er sich rüber geschummelt. Echt, guck dir mal an, wie viele Abstufungen wir da haben. Das heißt, wir haben tatsächlich auch viel Tiefe im Bild. Gerade bei dem klaren Rendering und bei diesem ganz klaren Zeichenstil auch. Ups, knister, knister. Auch schön. Da noch mehr Rosa. Und Bordeaux. Das war's noch nicht. Nein, 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 nein. Wir haben ja stolze 46 Farben in diesem kleinen Bild. Oh, das ist ein cooles Minzgrün. Ist auch schön. Hier. Ich suche uns jetzt die AB's raus und wir gucken, wo die hinkommen. So, hier haben wir den grünen. Und der kommt in den Pflanzen vor. Ne? Also den haben wir hier in den Blättern, hier, hier oben und hier auch jeweils in den Pflanzen eben noch drin. Da ist dieser grüne AB eingebaut. War ja auch so zu erwarten. Ne? Also ich meine, wo hätte er denn sonst sein sollen? Bitte schön. Da haben wir diesen hellrosa AB. Und der ist hier bei den Häusern. Der ist in ihren Haaren als Strähnchen. Hier in dem Schal, der über den Stuhl hängt oder ja, Decke. Hier oben im Furby ist er mit drin, als auch am Fensterrahmen. Ne? Da ist auch ein bisschen und in der Wolke, in den Wolken oben, ist auch von diesem ja, hellrosanen AB. Sind welche drin? So, und unser weißer AB. Den haben wir hier am Schreibtisch jeweils, eigentlich der komplette Schreibtisch oder das, was wir davon sehen können, ist dieser weiße AB. Hier hinten in dem Schal bzw. Decke ist der mit drin. Im Himmel haben wir ein bisschen in den Wolken, als auch in der Spiegelung im Fenster, als auch hier am Fensterrahmen und ein bisschen hier hinten im Vision Board. Außerdem an den Pflanzen, Skelette, da haben wir auch wieder diesen weißen AB und an den Schubladen unten am Schreibtisch, da haben wir den auch. Ja, cool, sehr cool. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass hier unten ein Aquarium unterm Schreibtisch hat. Also ich meine, wer guckt denn da unten? Aber gut, ist eigentlich ein sehr lustiger Platz, um ein Aquarium zu haben. Also, das war der erste Streich. Auf zum nächsten. Nummer 2 ist Persephone, Queen of the Underworld. Chris Hapag, das ist aus ihrer Göttinnenreihe und ich liebe sie. Mir fehlt ja nur eins, das mit den drei Schwestgrazien.
vom Black Friday Release. Das steht auf meiner Wunschliste und das ist hier Persephone und die stand auch ganz oben auf meiner Liste und ich habe mich sehr gefreut, als er mit Artlab gesagt hat, sie bringen es raus. 50,7 mal 78,7 rund und wir gehen gleich mal rein ins Kit. Im Toolkit ist das gleiche wie vorhin auch. Wir gucken uns nur das an, was anders ist. Und zwar haben wir hier noch ein altes oder ein voriges durchsichtiges Schiffchen. Ne? Die weißen kommen jetzt nach und nach in die neuer produzierten. Dann haben wir hier Glitzerwashi, bei dem aufpassen. Das eignet sich nicht, um die Ränder zu machen. Da habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Also bei dem Glitzerwashi nehmt das für irgendwas anderes, Geschenke einpacken oder so. Aber nicht für die Ränder vom Diamond Painting, bitte. Da ein anderes Washi nehmen. Und hier haben wir einen, ja, einen blauen Kleeblatt. Covermeiner, den ich ziemlich cool finde. Habe ich auch schon in anderen Farben. Und einen blauen Stift. Wachs und Tütchen natürlich wie gehabt. Hier haben wir die Steinchen. Diesmal dunkler alles. Auch da gucken wir natürlich gleich nochmal näher rein. Wir haben natürlich wieder unser Aufklebersheet, wo wir nochmal die Artwork genauer sehen. Schaut es euch an. Hier im Dunkeln und hier super viele dunkle Abstufungen. Ich hoffe, dass wir da gleich verschiedene Töne von dunkelblau zum Beispiel sehen. Hier unten kommen ja so Wurzeln, ne, die so ein bisschen dunkler sind. Hier auch. Ich hoffe, das kommt bei Rendering gut raus. Ne, und sie sitzt hier auf Totenköpfen mit dem Granatapfel. Persephone ist ja momentan, wird auch viel adaptiert in Büchern im Moment, die diese griechische Sage. Persephone. So, und wir haben 47 Farben. 1, 2, 3, 4, 5 ABs. Wupsi. Da ist sie, die Gutste. Einmal kurz so. Und dann haben wir sie nicht ganz im Bild. Kriegen wir das hin? Na, das kriegen wir gerade so hin. Also, sorry wegen der Spiegelung, aber das geht gerade nicht anders. Hier haben wir sie, wie gehabt, eben die gleiche Leinwand. Hier unten seht ihr auch nochmal, dass es lizenziert ist von Chrissa Buck. Ich liebe die Bilder von Chrissa Buck. Habe auch schon welche fertiggestellt. Könnt ihr euch hier gerne mal angucken in den fertigen Bildern. Da linke ich euch gerne. Oben im i. Sie ist mega. Also sie ist halt wirklich lang. Sie hat 50,7 mal 78,7 Zentimeter. Ziemlich lang, dafür nicht so breit. Finde ich eine schöne Größe, um dran zu arbeiten, weil man sich so von oben nach unten so ranarbeiten kann. Und wir haben wirklich viele dunkle Töne und das Rot dabei. Wow. Wir gucken mal eben aufs Bild. Ja, auch hier. Also auch hier im Dunklen, dass ihr mal das seht, weiß auf dunkel gedruckt, gar kein Problem. Und da seht ihr es auch schon, ne? Das ist schwarz und das ist ein ganz dunkler Blauton. Ich glaube, das ist 939 müsste das sein. Ja, 939. Und daher kriegen wir diese Abstufung her. Und das haben wir tatsächlich. Wir gucken uns das jetzt mal an. Die 823, die 939 und schwarz. Das sind zwei sehr dunkle Blautöne und schwarz und die geben sich hier die Klinke in die Hand sozusagen. Ne? Also wir haben hier, seht ihr die Übergänge? Und hier wird mit diesen dunklen Farben, hier haben wir Color Blocking, weil wir hier diese Blöcke haben. Aber da Vorsicht, da mischen sich dann an manchen Stellen, so wie hier fängt es dann an, dass sich das N, also den 939, ne, dazu mischt. Das sind auch, wie gesagt, das ist beides keine schwarz, sondern sehr dunkle Blautöne. Wir gucken gleich mal uns die Farben genauer an. Und dann hier oben geht der Hintergrund halt wieder in das über und hier haben wir dann den Übergang. Ups, hier haben wir den Übergang zu dieser, zur 8. Das ist auch ein Blauton. Schwarz haben wir mehr in ihrem Kleid hier zur Abgrenzung, ne? In den Haaren, hier unten und halt hier unten diese Wurzeln, die wir gerade im Bild gesehen haben. Und dann haben wir super viele Grüntöne.
Also wir haben Color Blocking, aber mit Vorsicht, weil hier tatsächlich Shading ist. Ne? Hier ist ja, wie heißt es? Farbübergänge, wo man aufpassen muss, wenn man dann so im Fluss ist. Also bei mir ist das so, dass man da nicht aus Versehen die falsche Farbe paintet, weil farblich unterscheiden sich die zwei Blautöne nur ganz, ganz marginal. Der Hautton sieht für mich auch gut aus. Toll. Wow. Ich mag die Artwork von Chris Buck und ich glaube, dass das schön zu painten ist. Und jetzt schauen wir hier uns mal die Blau- und Schwarztöne genauer an. Und ihr guckt euch in der Zeit mal das Bild ein bisschen komplett an, weil, ne, damit das mal so im Ganzen sieht. Und dann legen wir doch mal direkt los mit der 823. Das ist dieser eine dunkelblaue Ton, den wir da drin haben. Ihr seht, es ist auch fast schwarz. Es ist ein sehr, sehr dunkles Blau. Und den haben wir einmal, zweimal, dreimal, viermal, viermal. Das geht ja noch. Dann haben wir hier die 310 zweimal, dreimal. Und hier die 336 ist auch nochmal so ein dunkelblauer Ton. Einmal. Und dann kommt die zweite Farbe, die hier sehr viel vertreten ist, die 939. Das ist der andere sehr dunkelblaue Ton. Und ihr seht schon, also wir haben hier, ne, fast keinen Unterschied. Müsst ihr aufpassen, dass ihr die Containerchen nicht verwechselt. Also zweimal, dreimal. Auch nur dreimal? Das geht ja noch. Dann die 779, so ein dunkles Braun, sehr dunkles, ja, graubraun, grünbraun. Das haben wir auch zweimal, das wird im Kleid vorkommen. Hier auch. Das sind jetzt so die Farben, die im Kleid und ihre Haare. Ihre Haare sind ja auch dunkelbraun mit Strähnen. Ne, viel grün. Ja, so. Und hier. Da haben wir hier so ein Weinrot. Ja. Guck mal, da haben sich welche verlaufen von nebenan. Also wir sind hier sehr erdigen Farben unterwegs. Das ist mal eine andere Farbpalette, finde ich. Und hier haben wir unseren ersten AB, die 104. Das ist so ein lachsfarbener AB. Schauen wir uns gleich mal an, wo der hinkommt. Ein gelber AB. Da, nicht sehr viele. Da bin ich gespannt. Die finde ich schön. Und ein orangener AB. Guck mal, da sind einige 934er. Die wollen alle ABs sein. Guck mal. Naja, wenn ihr ABs sein wollt, dann seid ihr jetzt ABs. Habt Spaß. Jeder darf sein, was er möchte. Sei denn, du bist ein AB, dann sei ein AB. Da auch ziemlich cool. Und hier noch ein bisschen 934. Und jetzt noch so ein paar kleinere Tütchen. Da haben wir noch einen roten Abby. Hm.
Und hier einen hautfarbenen AB oder ganz blass rosa. Oh, cooles Gelbklatsch. Einmal Farbe rein zwischendrin. Und nochmal so ein Minzgrün. Ich hole uns die ABs raus und wir gucken uns an, wo die hinkommen. Wir starten mit der 104. Das ist dieser lachsfarbene, hautfarbene AB. Das ist das Symbol 1. Und dieses, welches haben wir hier oben an den Haaren, bisschen hier an der Schulter, als auch vor allen Dingen der Kreis hier oben. Also der komplette Kreis um ihren Kopf, der Schein, das ist die Saibi. Da ist er auch hauptsächlich zu finden. So, die 107 ist ein roter AB, das könnte der AB zur 666 sein. Nehme ich mal stark an. Das ist das Symbol Nummer 2. Und das haben wir hier so ein bisschen gesprenkelt in ihrem Kleid. Hier haben wir da ein bisschen Sprenkel. Also überall in ihrem Kleid ist ein bisschen Sprenkel. Hier in diesen Zweigen, in den Blumen, als auch oben auf ihrem Kopf in den Blumen so ein bisschen. Ja, hier in der Rose an den Totenköpfen. Also das haben wir ein bisschen auf ihrem Kleid gesprenkelt, als auch in den Blütenblättern. Die 127, das ist, das ist ganz helle. Und das ist der Buchstabe 3 und den haben wir tatsächlich dann an den Highlights an der Hand, am Arm, der anderen Hand, bisschen oben im Kopfschmuck, im Granatapfel. Und das war es dann auch schon wieder. Die 129, das ist der gelbe AB und das Symbol 4. Und das haben wir hier am Arm als auch in ihrem Schmuck, also hier im Goldreif, an der Schulter, in den Haaren so ein bisschen, hier auch in den Haaren und am Arm. Und last but not least die 133, das ist orangene. Und das ist das Symbol 5. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das ist in der Blume, in dem Granatapfel mit drin, in den anderen Blumen, überall, wo wir so ein bisschen rot haben. Hier in den Granatapfelkernen, die da so wegspringen hier. Und ein bisschen auch über ihr Kleid gesprenkelt. Also da, wo die zwei kommen immer zusammen oder oft zusammen, die 107 und die 133. Mega! Also ich finde sie richtig, richtig cool und freue mich sehr drauf, sie machen zu können. Persephone. Ich liebe die Artwork von Chrissa Back. Und ich räume das jetzt hier weg und dann gucken wir uns das dritte an. Seid ihr schon gespannt? Ihr seid gespannt? Ihr seid gespannt? Jawohl! Last but not least, Apple Dragon Stanley Morrison. Auch das ist eine Reihe, die ich gerne vollständig hätte. Da fehlt mir auch der Black Friday Release der Mushroom Dragon. Und das hier ist eben der Apple Dragon, also der Apfeldrache. 51 x 66 cm in rund. Ich bin sehr gespannt und ich finde diese Idee, also ich liebe diese Idee von diesen verschiedenen Drachen, wie sie eben aufgemacht sind. Großartig. Ups. Ich bin sehr gespannt, welche noch rauskommen werden. Wie gesagt, hier ist der Apfeldrache und ich mache hier einen Käfer drauf. Auf dem Apfelbaum mit Apfelblüten. 58 Farben haben wir und wir haben 1, 2, 3, 4 ABs. Yay, ich finde ihn toll. Ich finde ihn toll und das hier hinten ist hoffentlich gut geshadet. Schöne Übergänge. Ja, und wie so seine Brust so aussieht, wie so Apfelkerne, wie so Apfelstückchen, ne? Cool. Ich mag's. Hier haben wir die Farbpalette. Das ist auch noch wieder was ganz anderes. Auch wieder mehr erdige Töne mit dem Rot dazwischen. Da bin ich gleich sehr gespannt. Schauen wir uns gleich an. Wir gucken uns im Toolkit wieder nur das an, was anders ist. So, wir haben diesmal ein weißes Schiffchen. Dann haben wir hier dieses Washi-Tape drin. Einen lilanen Stift mit so Glitzer drin
Und diese süße Kawaii-Katze, ist sie nicht goldig? Total süß. Die kommt gleich in Artist Room in das Kit dazu. Die mache ich da mit drauf, wenn ich das pende. Die passt so super. Das erste Kit, was wir heute gesehen haben, ne? Da kommt die gleich hin. Ist sie süß? Miau. Habe ich gerade miaut? Ja. Jedes Kit ist anders Toolkit. Das heißt nicht, dass ihr jetzt den gleichen Kammerminder oder das gleiche Washi kriegt, wenn ihr dieses Kit ordert. Oh, hier auch nochmal Stanley Morrison lizenzierte Artwork, 51 x 66 cm. Und ich finde ihn so süß. Guckt ihn euch an, ist er nicht toll? Ich bin euch mal ein bisschen so. Cool, ne? Ich finde ihn wahnsinnig toll. Ich liebe diese Idee. Ich liebe diese Idee und wie sie auch umgesetzt ist. Und hier ist sie auch großartig gerendert. Also, ich finde es wahnsinnig toll. Wirklich, wirklich wahnsinnig toll. Der Mond, da haben wir ja ein bisschen Konfetti drin. Ne? Da haben wir viel Verschiedenes auch im Hintergrund. Also, wenn wir da mal sehen. So. Wenn wir uns den Hintergrund mal angucken, hier seht ihr auch die Übergänge von diesen verschiedenen Beige-Tönen. Ja, hier auch. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber ansonsten haben wir hier wirklich Color Blocking mit schönen Übergängen. Das heißt, wir haben auch keinen einfarbigen Hintergrund. Das mag ich sehr gerne. Und ich finde es schön, dass das hier auch entsprechend mitgerendert wird. Ja, und trotzdem haben wir hier dann wieder eine Fläche, wo wir einfach nur schön Color blocken können. Zwischendrin mag ich das mal. Stumpf vor sich hin painten sozusagen. Und hier haben wir den Mond und da kommt der Drache. Und da haben wir tatsächlich Konfetti. Also das ist schon für mich schon Konfetti da so, ne? Farbwechsel. Wo wir der Frage werden, Konfetti oder kein Konfetti. Ich finde ihn toll. Und hier unten haben wir den Marienkäfer, den orangenen Marienkäfer. Ist das dann auch ein Marienkäfer? Meine Botanik-Freunde, Flora und Fauna, sind das dann immer noch Marienkäfer, wenn sie orange sind. Und hier die Apfelblüten. Sieht ein bisschen wie Kirschblüten aus, finde ich. Aber die Apfelblüten, das ist ein super Frühlingsbild. Guck mal. Ha, vielleicht hebe ich mir das auf fürs Drachen-Event, das im März stattfinden wird. Ha, mal eben Info gedroppt. Bitteschön. 58 Farben sind eine ganze Menge und die gucken wir uns jetzt an. Aber vorher guckt ihr euch das Bild noch mal genauer an. Da haben wir sie. Juhu! Wir fangen mit dem Hintergrund an. Guck mal, da hat sich ein Orange oder Rot dazwischen gemischt. Die 647 wird hier so im Hintergrund dieses Gräuliche sein. Da haben wir tatsächlich 1, 2, 3, 4 Stück. Dann haben wir die 648, die 648 und die 647 sind sehr nah beieinander. Schöne Übergänge gibt es. Das ist im Hintergrund, die zwei Farben sind das. Das wird richtig, richtig toll. Ihr müsst aufpassen, dass ihr die nicht verwechselt. Also, das haben wir zweimal. Dann haben wir die. Oh, das, guckt euch das an. Das ist ein schönes Bordeaux-Rot.
Also beige zweimal, das kommt wahrscheinlich auch in den Hintergrund oder dem Mond. Dann haben wir hier unsere 3371 und 310, sehr dunkles Braun und Schwarz. Das wird im Drachen sein und unten vor allen Dingen, unten hier in den Ästen. Dann haben wir die 950, auch hier nochmal so ein tolles Rot. Oh, 666. Ja, yeah. Das geilste Rot überhaupt. Roteste Rot. Und hier haben wir unseren weißen Ebi. Das ist der erste Ebi. Super schön. Weiter geht's. Dann kommen wir hier zu den Grüntönen. Oh, ein bisschen rosa für die Abstufung. Viele Braun- und Dunkelgrüntöne. Und dieses Braun mit Rosa zusammen, finde ich übrigens, ist eine tolle Kombi. Also von Farben her. Dann hier die 135, das ist hellgrüne Ebi. Mal gucken, bin gespannt, wo der hinkommt. Und da haben wir auch schon den nächsten. So ein roter, also ein hellroter, ja, magenta, hellroter Ebi. Und wieder eine Ebi, die 100. So ein olivfarbener Ebi, den finde ich super spannend übrigens. Den habe ich schon mal gehabt oder schon mal gesehen. Ich glaube, habe ich noch nicht mitgearbeitet. Den finde ich echt extrem spannend. Oh, gelb. Schönes Gelb. Nochmal so ein schönes Gelb. Kommen in die Gelbtöne hin. Und nochmal, sehr geil. Und die 154, das ist so ein braun Bordeaux, bin ich sicher, doch so ein sehr dunkles Bordeaux. Ach, die Gelbtöne kommen in die Blüten und hier natürlich in unseren Marienkäfer. Hier haben wir unsere ABs, 1, 2, 3, 4 Stück an der Zahl, den weißen, den roten und unsere zwei grünen. Und da schauen wir jetzt mal, wo die so hier im Bild hinkommen. Wir gucken uns tatsächlich die beiden mal an. Als erstes, und zwar den olivgrünen. Und der kommt sowohl in den Blättern vor. Hier an den Blütenansätzen. Blättern und Blütenansätzen. Als auch, und jetzt wird es spannend, vorne an der Brust vom Apple Dragon, das ist auch, diese Apfelslices hier getrennt sind, das ist auch der, ja, etwas olivfarbene Ebi. Gucken wir uns hinterher mal direkt diesen Ebi hier an, den etwas hellgrünen, fast gelben. Und dieser welcher kommt einmal vorne in der Schnauze vom Drachen vor. Ein bisschen gesprenkelt in seinen Schuppen, als auch an den Krallen und ein bisschen auch bei den Blüten. Das ist dieser hier. Wir haben noch einen roten Ebi und dieser rote Ebi, der ist gesprenkelt im kompletten Drachen, in den Schuppen, als auch in den Flügeln. Ja, und da so wirklich vereinzelt reingesprenkelt. Also nirgendwo on block, sondern so kleine Punkte, damit das ein bisschen besser glänzt. Auch oben am Kopf in den Schuppen ist so ein bisschen was. Da ist dieser Ebi. Last but not least haben wir noch den weißen Ebi. Weißer Ebi. Und da haben wir auch ein paar mehr von.
Und das mit gutem Grund. Die ganzen Umrandungen der Blumen sind der weiße AB. Außerdem, in der Innenseite vom Flügel ist der weiße AB. Und einer im Auge. Der weiße AB. Ja. Also, das sind unsere drei AB-Farben. Das ist der Apfeldrache. Ich finde ihn großartig. Diese drei Bilder sind alle schon bei Diamond Artlab verfügbar. Ich glaube, Persephone ist im Moment out of stock. Und ich glaube auch, Artist Room ist out of stock. Aber guck mal, weil im Moment wird immer gerade wieder viel gestockt. Das heißt, wird es viel wieder neu auf Lager. Und ansonsten könnt ihr eure E-Mail einfach unter dem Bild eintragen und sagen, hey, ich möchte benachrichtigt werden, wenn es wieder verfügbar ist. Wenn ihr möchtet, bei eurer allerersten Bestellung könnt ihr 15% sparen mit meinem Rabattcode. Unten ist auch nochmal der Link. Darum wurden mir diese Bilder auch zur Verfügung gestellt, um sie euch zu zeigen. Wie gesagt, eigentlich eine Sneak, jetzt wird es ein First Look. Wenn euch dieser First Look gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Wer es noch nicht gemacht hat, kann auch gerne ein Abo da lassen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eins dieser Bilder euch schon bestellt habt oder gar nicht auf dem Schirm hattet, als sie erschienen sind. Wie gefallen sie euch? Seid ihr auch so ein Reihensammler? Na, also ich habe ja gesagt, hier und als auch bei der Persephone, so Chris Buck und Stanley Morrison, da habe ich so, ja, das Verlangen, die Reihen komplett zu machen. Wie ist das mit euch? Ist der kleine Reihenteufel, ne, so Kollektionen vollständig zu haben, ist das auch bei euch so ein Thema? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, dann lasst mir doch mal einen Apfel-Emoji da. Apfel-Emoji in die Kommentare, dann weiß ich, dass du bis zum Ende geguckt hast. Und das sind dann, wenn du das machst, dann bist du mein allerliebster Diamond-Painter. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, Anschauen und auch fürs Abonnieren natürlich. Und hoffe, dass wir uns hier in meinem nächsten Video alsbald wiedersehen. Und bis dahin, passt du gut auf dich auf, bleibst immer schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dann. See ya!